MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück im Scania T-Modell. Hier in Hürzhals, wo wir uns jetzt verpissen werden. In Richtung Kiel. Kiel ist nicht mehr weit entfernt. Ich glaube, es sind noch so 200 Kilometer, kann das sein? Na, doch, es sind noch 432 Kilometer, das macht aber nichts. Obwohl, ich frage mich gerade, sollen wir nicht lieber woanders hinfahren? So nach... Hier wäre doch geil, oder? Sollen wir nach hier fahren, Leute? Was meint ihr? Fahren wir hier gemütlich hoch, schauen uns ein bisschen um. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir das machen würden. Ja, wir fahren hier hoch. Wir brechen den Auftrag ab. Wir haben eh genug Geld. Und ich möchte ein bisschen einfach mal Island erkunden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wow, das ist Stillstand. Achso, jetzt müssen wir einen Plan neu legen. Ist nicht schlimm. Wir wollen nach Island. Wohin wollen wir denn in Island? Zu welcher Firma wollen wir denn in Island? Sollen wir hier hinfahren? Nach Argo Nord fahren wir. Über die Route. Sieht cool aus mit dem Zeichen. Weiß ich nicht, was heißt. Aber sieht interessant aus und könnte auch interessant werden. So, wir müssen drehen. Das ist natürlich jetzt, wo der Verkehr kommt, suboptimal, aber ey, wir fahren in Scania T, von daher. Jetzt kommt eine Mauer. Wusste ich. Dank der zuschaltbaren Differentialsperre hat man mit dem Fahrzeug im Übrigen gar keine Probleme mehr, das ist unfassbar. So, wir werden jetzt hier einfach rüberfahren. Oh. Wir werden jetzt nicht einfach hier rüberfahren. Ich habe gedacht, die könnte man so umknicken. War wohl nichts. Das war knapp. So, wir fahren jetzt mit dem Schiffchen und dann sind wir eigentlich, glaube ich, schon fast da. Oh mein Gott! Naja, passiert. Müssen wir drüber hinwegsehen. Hier und da passieren halt Unfälle. Das muss einem bewusst sein. Es ist einfach so. Dann warten wir das Fahrzeug einmal ganz kurz. Da war es das auch wieder. So, ich möchte nur ganz kurz hinten. Huch, ist die Lackierung fort. Mann, das sieht ja alles doof aus. Ne, will ich nicht, ja. Ich möchte ihn so behalten, wie er ist. So ist er hübsch. Auf geht's. Wir fahren also jetzt direkt nach Island, glaube ich. Und da fahren wir ein paar Aufträge, weil ich denke einfach mal, dass dieses Kraftpaket
diesen enormen Auslauf braucht. Ja, vorsichtig. Vollbremsung. Ja, genau. 45 Stunden Fahrzeit. Das geht ja. Ist ja gar nicht so lang, wie ich dachte. Hat uns 3.500 gekostet. Wird natürlich schmerzlich vermisst. Dazu muss man sagen, dass wir wahrscheinlich in der Zeit wieder jede Menge Geld bekommen haben. Sehr schön. Ah, wir können hier wieder ein wunderschönes Bild schießen. So, perfekt. Manchmal muss man das, damit es einfach im Fotoalbum gespeichert werden kann. Die Isländer, die gucken jetzt erstmal doof. Sowas haben die noch nie gesehen. Ein LKW, der einfach dreisterweise fast 90 in der Stadt fährt. Minus 1 Grad macht dem Scania T überhaupt nichts. Dass ihm aber nichts diese Kurvenfahrt macht, das wundert mich mehr. Weil er doch schon schwer ist. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so viele Achsen haben, haben wir einfach sehr guten Bodenkontakt. Und es stört uns einfach nicht. Kein bisschen. Er zieht hier sich selber hoch, als ob das eine Eisenbahn wäre. Also Wahnsinn. Ist richtig geil gemacht. Runter bin ich dann was vorsichtiger, aber selbst da 90 km/h. Gib ihm. Wir können ja mal gucken, was unser Scania T so kann. Schön ist ja immer, dass hier keiner ist. Hier ist einfach kein Mensch. Also das ist wirklich was Schönes hier. Ah, hier ist wieder eine Stadt oder was? Ja. Egal. Das stört uns nicht. Wir haben genug Geld. Wir zahlen das. Es hört sich an, als ob ich pinkeln müsste. Das ist nicht schön. Hoppla. 2 Grad im Minus. Nicht schön. Es wird ja mal kälter. Bah. Wow, wie schnell sind wir jetzt? 138, Leute. Ja, 138 km/h aktuell. Ich glaube 146, 148, 152, 154, 56, 57, 60. 63, 163, 163 aktuelle Höchstgeschwindigkeit vom Scania T. Es gibt aber noch höhere Motoren, von daher warten wir mal ab, aber bis jetzt ist das nicht schlecht, ey.
Hardcore Horst spielt gerade Rocket League. Alle Achtung. Viel Spaß. Geiler Name. Muss man schon zugeben. Ah, jetzt gehen wir wieder Gas. Sehr schön. 142 gerade aktuell. 148. Kreuzung. Uninteressant, einfach passieren. 153. Stand da nicht gerade die Polizei oder war das einfach nur ein Jeep? 150. Wir lassen ein bisschen nach, ist aber auch nicht so tragisch. 153. Ich halte mal den Tempomat bei 152. 100 Euro. Weil wir falsch gefahren sind auf der falschen Straßenseite. Hier habe ich gebremst vorsichtshalber auf 105 runter. Weil sonst wäre es in der Katastrophe geendet. Das sah man schon. Also 105 war für die Kurve das aller absolut letzte. Fuck, das ist nicht zu schnell. Unfassbar, wir sind mit 130 Sachen in diese Kurve reingefahren, Leute. Und der bewegt sich keinen Zentimeter. Ich hätte das Lenkrad wahrscheinlich noch... Ah, da war aber schon... Ah, okay, es kommt auf den Winkel vom Lenkrad an und auf den Winkel der Kurve. Wenn wir uns natürlich jetzt hier aufschunkeln sollten, dann werden wir hier auch das absolute Chaos genießen dürfen. Ja, ist ja gut. Aber es ist eine Rennstrecke, liebes Spiel. Also sind noch 261 Kilometer davon entfernt. Wir machen mal das Ding hier an, damit ihr seht, wie schnell wir sind. Oh mein Gott. Hoppla. Mit dem Arsch so eine Pylone umgeräumt. Sehr schön. So, und damit uns gleich nicht der Sprit ausgeht, tanken wir natürlich. Dann gucken wir mal. Ich glaube, da geht noch einiges rein. Wie ich gesagt habe, 999 Liter. Unfassbar. Los geht's. Aber ist schon ein schickes Modell, also muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ah, cool, 50 EP für 100 Kilometer freie Fahrt. In der Zeit kann man ja mal was trinken. Leider müssen wir jetzt richtig gut abbremsen. Aber selbst mit 70 Sachen hier in die Kurve. Unfassbar. Wow, was ein Ausblick. Aber Leute, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, bleibt ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.